Okay. Ja, dann erstmal herzlich willkommen zurück und ja, wir schwimmen mal weiter. Können wir unter Wasser sterben? Anscheinend nicht. Aber ich darf auch irgendwie nicht auftauchen. Es wäre nur schön, wenn die ein bisschen schneller schwimmen würde. Okay, was ist das jetzt? Das ist der Baum, oder? Du musst schon ein bisschen. So. Ein Schlüssel. Mit der weißen Frau hat mich nur noch mehr verwirrt. Aber wenigstens habe ich jetzt diesen Schlüssel. Und ich kann immer noch nicht speichern. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Okay. Die Frage ist jetzt. Jetzt ist das offen. Ah, nee, das war Iris. Die Frage ist jetzt, welcher Schlüssel ist das? Ist das der von der Schwester? Ja, scheint so. "16. Juli. Liebe Schwester, ich vertraue diesem Brief meine Geheimnisse an. Wenn du ihn liest, sind die Dinge so gelaufen, wie ich es mir gedacht habe. Und ich bin nicht mehr an deiner Seite. Zuallererst, ich bin nicht taub und war es auch nie. Mutter hat mir Angst gemacht, als wir klein waren, also habe ich beschlossen, nicht mehr zu sprechen oder zuzuhören. Es hat funktioniert. Tatsächlich begann Mutter mich zu lieben. Sie fanden auch eine wissenschaftliche Erklärung für meine Taubheit. Die neurologischen Schäden, die durch den übermäßigen Druck des Zwillings während der Schwangerschaft verursacht wurden, führten nach und nach zum Hörverlust. Und so wurde auch meine Entscheidung zu deiner Schuld. Also muss ich es wieder gut machen. Habe ich noch andere Geheimnisse? Leider ja, aber ein Brief ist für so etwas nicht geeignet. Da du jetzt weißt, dass ich sprechen kann, geh bitte in die Dunkelkammer. Ich habe eine Aufnahme versteckt. Höre sie dir an und du wirst meine Stimme hören. Lebe wohl, Martha." Warum dieser ganze Wahnsinn, Martha? Was hast du noch von mir geheim gehalten? Du hast mir mehr als 15 Jahre lang deine Stimme vorenthalten. Ich kann es kaum erwarten, sie jetzt zu hören. Und ich bin auch ein bisschen verwirrt, weil ich musste leider rausgehen. Und ich weiß jetzt gerade nicht so ganz, was wir jetzt gemacht haben und was wir jetzt nicht gemacht haben. Ich komme auch gerade nicht in mein Inventar rein. Wieso komme ich nicht in mein Inventar rein? Ich kann quasi gar nichts machen, außer hier die Sachen zu öffnen, oder was? Hier gibt es nichts. Ja. Ja, genau. Jetzt weiß ich auch wieder, was wir eigentlich machen sollten. Wir sollten ja die versteckte Aufnahme von unserer Schwester suchen. Offensichtlich. Ich habe im Grunde genommen immer gesprochen. Und du warst meine Stimme.
Ja, das war's schon. Oder wie? Ich höre das Band immer noch im Hintergrund, aber... Das war's ganz offensichtlich. Ich muss dir sagen, dass... Doch nicht. Ich bin schwanger, Julia. Ich bin schwanger mit Blapos Baby. Wir haben miteinander geschlafen. Und ich hatte nie den Mut, es dir zu sagen. Ich wusste es. Ich hatte solche Angst, dich zu verletzen. Ich schäme mich so. Und jetzt? Wie kann ich dieses Kind jemals auf die Welt bringen? Das Baby zeigt sich langsam. Hast du es gemerkt? Deshalb ziehe ich mich auch nicht mehr vor dir aus. Aber wie lange kann ich es noch verstecken? Du hast mich gestern gefragt, ob wir früh morgens zusammen an den See gehen. Du, die Schlafmütze. Früh am Morgen. Ich habe dich gebeten, mit mir das Bett zu tauschen, so wie wir es immer als kleine Mädchen gemacht haben. Ich bin in der Morgendämmerung aufgestanden und habe dich nicht aufgeweckt. Ich habe eines deiner Kleider angezogen. Ich vermute mal, dass ich das jetzt auch machen soll. Dass wir das Ganze jetzt erleben sollen. Oder auch nicht. Ach so, Moment. Sie haben ja die Betten getauscht. Ja, da muss ich logischerweise hier auf die Seite gehen. Na? Ich habe eine Karte an Mama geschrieben, in der ich ihr mitteilte, dass du schwanger bist, nicht ich. Und dass ich sie am See treffen möchte. Ich habe die Karte auf den Schreibtisch in ihrem Zimmer gelegt. Okay, dann gehen wir doch mal zu der Mutter hin. Laufen dürfen wir. Schreibtisch in ihrem Zimmer, genau. Weil das erklärt dann natürlich auch, warum ich mein Inventar nicht... Kann man dem beim Schlafen zugucken? Leider nicht. Die hält immer das Ding so blöd davor. Schreibtisch ist da, aber ich sehe nichts wegen dieser dämlichen Karte. Hallo? Ja, es wäre schön. Dann überkam mich der Wunsch, mit dir zu sprechen. Und ich erinnerte mich an den Rekorder in der Dunkelkammer. So, jetzt können wir Mama und Papa mal beim Schlafen zusehen hier. Komisch, dass keiner von denen wach wird. Egal, wo ich hingehe, die Leute sind immer einfach am Schlafen. Hier war doch irgendwas am Blinken. Anscheinend nichts Wichtiges. Okay, den Rekorder in der Dunkelkammer. Dann gehen wir da auch mal hin. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass wir hier irgendwas übersehen können, was wir noch hätten machen können oder mitnehmen können oder so. Oh Gott, ich ahne Schlimmes, weil ich habe gerade eben erst ein Update runtergeladen und jetzt fängt plötzlich mein Spiel hier voll an zu haken. Ich werde allein zum See gehen, mich wie du verhalten. Ich werde ihr alles sagen, wozu du nie den Mut hattest. Ich werde deine Stimme sein. Ich weiß, wie sehr sie dich über die Jahre hat leiden lassen. Im Gegensatz zu dir erinnere ich mich an all das Böse, das sie dir angetan hat. Und es ist meine Schuld. Schwester, nimm meinen Platz ein. Du wirst ein besseres Leben führen. Und ich werde in Frieden ruhen können. Weil ich weiß, dass ich zumindest versucht habe, meine Fehler wieder gut zu machen. Ich gehe jetzt. Meine letzte Erinnerung wird die Vorstellung sein, wie du friedlich schläfst. Okay. Hallo, Julia. Ich war verärgert. Unglaublich verärgert. Am 16. Juli, an diesem verfluchten Tag, hat Martha mich nicht aufgeweckt. Okay, also wir sind jetzt wieder wir. Ja, mehr Brust als Bauch, okay. ja, wir können auch wieder unsere Tasche nehmen, das ist gut. Um interaktive Dinge anzuzeigen.
Ja, das ist doch klar, aber wieso kam das jetzt, als ich hier war? Haben wir hier irgendwas vergessen? Nö, oder? Nö. Ah, das Bett. Martha war nicht da und wir wollten zusammen an den See gehen. Sie hat sogar ihr Bett gemacht, was ungewöhnlich war. Ich dachte, Mama wäre früh aufgestanden, trotz ihrer Medizin, und hatte sie gebeten, ihr bei etwas zu helfen. Okay, dann dürfen wir immer noch nicht raus. Ich will hier raus. Immer geht der Controller einfach, wie er will, nach oben, ne? Also zieht er nach oben. Aber wenn man dann wirklich mal nach oben geht, beziehungsweise drückt, dann geht er nicht. So, ich würde hier aber gerne raus. Hallo? Leute? Kann ich den Schrank vielleicht zumachen? Ach nee. In meinem Kleiderschrank fehlte ein Kleid. Okay, aber wir können immer noch nicht raus. Och, Leute. Dann schreibt doch einfach, beziehungsweise sagt doch einfach, um was es geht, dann kann ich das machen. Anstatt, dass ich 5-mal hier umherirren muss. Ich will doch einfach nur hier raus. Ah. Es war spät. Martha hatte mich nicht aufgeweckt, obwohl es abgemacht war. Und ich habe wie immer verschlafen. Ja, kann ich gut verstehen. Ich beschloss, einfach rauszugehen und die Fotos selbst zu machen, ohne dass Martha dabei ist. Kann ich gut verstehen. Ich bin zwar ein absoluter Morgenmensch und morgens eigentlich auch immer gut gelaunt und so, aber... Wenn ich kann, schlafe ich aus. So, die Fotos alleine machen. Das heißt, was? Dass ich zum See muss, oder? Da waren sie ja, glaube ich, verabredet. So, die Frage ist jetzt, warum ist hier abgeschlossen? Es war ein nebliger Morgen, obwohl es nicht mehr dämmerte. Das war ein unheilvolles Zeichen. Ich wollte aber so viele andere Sachen machen. Meine Mutter hatte ihre geliebte Martha mit ihren eigenen Händen getötet. Ich hatte damals ihren Platz eingenommen und ihre Zuneigung an mich gerissen. Das hätte sie mir nie verziehen. Ich hatte wirklich Grund, Angst zu haben. Ich suchte nach einer von Vaters Pistolen, um mich zu verteidigen. Was war ich doch für ein dummes, kleines Mädchen. Trotz allem musste diese Filmrolle noch entwickelt werden. Und wenn die Aufnahmen nicht beweisen würden, dass sie schuldig ist, müsste ich mich auch noch auf die Suche nach Beweisen für Marthas Schwangerschaft machen. Okay. Der Friedhof. Das heißt, die Beweise liegen auf dem Friedhof, oder was? 6 Tage nach dem Tod. Heißt das jetzt, wir sind wieder in der Gegenwart? Moment. Ja, wir haben wieder alle unsere Sachen. Sehr schön. Weil ich hatte nämlich noch so einiges vor. Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, was wir jetzt alles machen müssen, weil die mich jetzt total rausgebracht haben. Wir müssen ja noch das Fahrrad reparieren. Dann müssen wir... Was müssen wir denn noch? Ach so, ich hatte bei den Errungenschaften mal geguckt zwischendurch und da stand was drin, dass wir eine Hütte im Wald finden sollen. Da würde ich mich auch gerne nochmal umsehen. Und ich müsste noch ein paar Fotos machen, weil das nämlich auch noch eine Errungenschaft ist, was ich euch jetzt leider nicht zeigen kann wegen dem Overlay, da nimmt das nicht auf, aber ich kann euch dann zeigen, wie das heißt, beziehungsweise sagen, wie das heißt, damit ihr dann wisst, ja, wie ihr das dann überhaupt bekommt. 21. Juli.
Lapo ist tot. Sie schossen mir in den Rücken, als ich seine Leiche entdeckte. Ich dachte, dass ich den Tiefpunkt erreicht hätte. Das sind seelenlose, leere Tage. Nach so vielen schrecklichen Ereignissen habe ich es endlich geschafft, die weiße Frau zu treffen. Zumindest glaube ich das. Die Grenze zwischen Realität und Traum wird für mich immer undeutlicher. Ich dachte viel über ihre Worte nach, aber sie haben meine Vermutungen nicht bestätigt. Sie gingen mir nicht mehr aus dem Kopf. Vielleicht werde ich ja alles verstehen, wenn die Zeit gekommen ist. Ich habe viel über ihre Worte nachgedacht, aber sie brachten keine Klarheit in Bezug auf meine Vermutungen. Sie klingelten immer wieder in meinem Kopf. Vielleicht werde ich es verstehen, wenn die Zeit gekommen ist. Jetzt weiß ich mit Sicherheit, dass es Mama war, die Martha getötet hat, als sie dachte, dass sie ich wäre. Noch vor einer Woche hätte mir das alles als unmöglich erscheinen müssen. Ich muss nur den Beweis finden, damit sie für das, was sie getan hat, büßen kann. Die Hohepriesterin habe ich freigeschaltet. Keine Ahnung, was das jetzt ist, aber wahrscheinlich irgendwas abgeschlossen vom Fortschritt her. Was mir übrigens gerade auch noch eingefallen ist, stand der Koffer schon immer hier? Wahrscheinlich. Was mir auch noch eingefallen ist, dass wir noch die Sache mit dem Telegrafen auch machen müssen. Einheiten einer indischen Division überquerten auf einer breiten Front den Fluss Pesa und rückten 2 Kilometer südlich von Montelungo vor. Wenn es draußen nicht zu sonnig ist, funktioniert der 200 ISO-Film gut. 400 ISO-Film. Er kommt bei der Aufnahme von Wolken und in Innenräumen voll zur Geltung. In der sich General K. aufhielt, von der Artillerie bombardiert. Glücklicherweise waren der General und seine Familie zum Zeitpunkt des Angriffs nicht im Haus. Und wieder einmal war La Romola der Schauplatz einer anschaulichen Grausamkeit. Ein Bauernhof wurde gestürmt und die Tiere wurden gestohlen und getötet. Niemand hat die Verantwortung für diesen weiteren Akt des sinnlosen Vandalismus übernommen. Aber am Tatort wurde ein antideutsches Propagandaflugblatt gefunden. Das ist die Zivilisation, die unsere Kameraden uns schmackhaft machen wollen. Okay. Das ist natürlich widerlich. Die armen Tiere können natürlich nichts dafür. Was war das denn? Hallo? Geistererscheinung oder einfach nur... Ja, das Telefon müssen wir auch noch benutzen, genau. Also anscheinend keine Geistererscheinung, sondern einfach nur schlechte Grafik. Das mit dem Telefon, ja, gut, dass ihr mich dran erinnert, weil das wollte ich nämlich auch noch ausprobieren. Ich wollte einfach mal die ganzen Nummern anrufen, die hier drin sind. Was haben wir denn hier? 6, 9, so eine 1 sein, oder? 1, 8. Könnte aber auch eine 7 sein. Ah, nee, da unten sind 1. Nee, das ist wahrscheinlich eine 7. Also 6, 9, 7, 8. War das jetzt mit... Ja, mit A, okay. 6, 9... 7, 8. Okay, die wollen nicht mit uns reden. Informationen verlangen. Hallo, ich hatte gehofft zu erfahren, ob es bei den Ermittlungen zum Mord an Julia K. irgendwelche Fortschritte gibt. Warten Sie einen Moment, bitte. Wer ist da? Ich bin Irene K., die Mutter von Julia K. Frau K., verzeihen Sie mir. Ich habe Ihre Stimme nicht erkannt. Leider habe ich keine bedeutenden Neuigkeiten. Wir verfolgen einige Verdächtige. Von denen wir annehmen, dass sie mit den Jungen zusammen waren, der in den Wäldern vor ihrem Haus getötet wurde. Sie scheinen noch etwas anderes zu planen. Aber vermutlich fragen Sie hierzu lieber Ihren Gatten. Danke, auf Wiederhören. Auf Wiederhören, gnädige Frau. Wenn die jetzt alle nicht mit uns reden, das ist ja doof. Ich möchte aber wirklich gerne mal die ganzen Nummern hier durchprobieren.
Weil man weiß ja nie, wo man hier auskommt und was man eventuell für Informationen noch bekommt. Oder reden gar nicht heute auch nicht mehr. Aber es ist früh am Morgen. Ich habe mal wieder nur 5 Stunden geschlafen heute Nacht. Ich glaube, da kann man mir das verzeihen. Ich bin aber wesentlich wacher als beim letzten Mal, wo ich nur 5 Stunden geschlafen habe, muss ich dazu sagen. Der Doktor. La Romula Arztpraxis, wie kann ich helfen? Hallo, hier ist Irene K. Warten Sie bitte einen Moment. Doktor, es ist dieses seltsame Mädchen, die Tochter von Irene. Doktor, es ist dieses seltsame Mädchen, die Tochter von Irene. Hallo, Julia? Ja? Ja, ich bin es, Doktor. Ich bin es, Julia. Entschuldigen Sie, dass ich... Keine Sorge, Julia. Sie müssen sich nicht schämen. Wie geht es Ihnen? Haben Sie Schmerzen in der Brust? Mir geht es gut, Doktor. Der Schmerz ist fast weg. Aber Mutter scheint wieder krank zu werden. Ich meine, im Kopf hauptsächlich. Ich habe gesehen, dass sie wieder dieses Medikament nimmt. Pervitin, glaube ich. Irene hat alles sehr mitgenommen, was passiert ist. Aber ich denke, es gibt keinen Grund zur Sorge. Ich habe sie kürzlich gesehen und es geht ihr gut, wenn man alles bedenkt. Pervitin wurde vor ein paar Jahren in Italien verboten. Deshalb hätte ich es ihr nicht verschrieben. Aber man sagt, dass es immer noch in der Armee verwendet wird. Vielleicht kann man ihnen bei der deutschen Zentrale Auskunft geben. Ich muss jetzt gehen, Julia. Ich komme Sie bald wieder besuchen. Ich habe die Nummer des deutschen Kommandos nicht. Aber ich bin sicher, dass es nicht schwer sein wird, sie unter Vaters Sachen zu finden. Vielleicht in seinem Arbeitszimmer. Da gucken wir dann doch mal nach. In seinem Arbeitszimmer. Das ist ja dann hier, ne? Unter seinen Sachen. Die Sachen haben wir alle schon durchgeguckt. Da können wir dann gleich auch nochmal kurz anklicken. Jetzt ist das Bild auch wieder verändert. Hier hinten ist ja quasi nur so ein Abstellraum, ne? Aber da hinten kann man doch jetzt nichts durchgucken. Das hatten wir ja schon mal. General Erich K. Ach so. Neue Regeln zur Ausgangssperre und zum Verhalten von Frauen. Deutsches Kommando von San Vincenzo ad... 1185. Ja, ja, ja. Das hatten wir doch schon mal. 1185. Dann machen wir das doch mal. So. 1185. Oh, ich weiß noch, wo ich ganz, ganz klein war, da gab es diese Drehschreiben-Telefone. Ach, steht doch da drin. Kommando von San Vincenzo Atori, identifizieren Sie sich. Hier ist Irene K., Frau von General Erich K. Ich brauche Informationen über Pervitin. Warten Sie bitte einen Moment. Worum geht es, Frau K.? Möchten Sie, dass wir Ihnen über Ihren Mann mehr Pervitin schicken? Dazu kann ich nichts sagen, gnädige Frau. Wir geben es den Soldaten und sie sind sehr zufrieden damit. The guys carry out night watches far more effectively. They also manage their hunger better and are far more active. Wir haben einige wenige Anzeichen von Angstzuständen und Herzrhythmusstörungen beobachtet. Wir denken aber nicht, dass diese mit dem Gebrauch des Medikaments zusammenhängen. Ja, Herzrhythmusstörung wäre doch geil. Dann wäre mir die Alte endlich los. Weil die geht mir so auf den Sack. Ganz ehrlich, also wer ein Kind hat, der liebt sein Kind ja wohl. Und was die Alte da fabriziert hat, ist echt... Don Attilio, hatten wir den jetzt schon mal angerufen? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Wir nehmen die Nummer aber trotzdem nochmal. 69 38 Ja, hallo?
Hier ist Don Attilio. Ach so, der ist das? Vater, du musst Gerechtigkeit für Lapu erreichen. Du weißt, dass es nicht wirklich er war, der Martha getötet hat. Ich weiß, dass es nicht Lapu war. Und Ihr Vater weiß das auch, glauben Sie mir. Aber ich kann nichts tun. Wir leben in finsteren Zeiten, mein Liebes. Komm schnell zu mir und wir werden darüber sprechen. Okay. Die Anstalt. Hat das jetzt was mit der Mutter zu tun? Das müsste dann ja 0782 sein. 07? Na? 82. Warum sollte ich die Anstalt anrufen? Keine Ahnung. Mama war vor einigen Jahren dort. Und ich wüsste nicht, was ich fragen sollte. Um ehrlich zu sein, verstehe ich nicht, warum die Nummer noch immer hier ist. Ich weiß es doch nicht. Ich will doch nur die Nummern durchprobieren. Keine Ahnung, warum ich das Rathaus anrufen sollte, aber das probieren wir auch mal aus. 6922. Wir telefonieren einfach mal ein bisschen fleißig hier rum. Irgendwas muss das ja bedeuten, dass die Nummern hier drauf sind, ne? Was soll ich im Rathaus fragen? Weiß ich nicht. Oh Mädel, das ist nicht dein Ernst. Die anderen Sachen sind auch so super gelaufen, obwohl du da gar nicht anrufen musstest. Dann nehmen wir jetzt das Kurzwarengeschäft. Vielleicht können wir ja neues Essen bestellen oder sowas. 6,9. Wir haben ja noch nicht genug im Keller, deswegen. 8,7. Wobei im Keller eigentlich nur der ganze Wein und so steht. Essbares war da, glaube ich, nicht mehr. Hallo, Maria am Apparat. Wie kann ich helfen? Vorgeben, Mutters Freundin zu sein? Okay. Hallo, Maria. Hier ist Anna L., eine enge Freundin von Irene K. Von Ihnen gesprochen. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe keine Ahnung. Informationen verlangen, Stoff bestellen. Irene macht ein Kleid für mich. Deshalb wollte ich wissen, ob sie den schönen rot-schwarzen Stoff bei Ihnen gekauft hat, wie ich annehme. Es tut mir leid, gnädige Frau, aber ich kann Ihnen diese Art von Informationen nicht geben. Wissen Sie, Irene ist eine treue Kundin. Ja und? Ich verstehe das sehr gut, Maria. Ich frage nur, weil ich für mich selbst ein paar Meter davon bestellen wollte, ohne dass Irene das Gefühl hat, dass sie etwas von ihrem Stoff für mich opfern muss. Es tut mir leid, Frau Anna, aber leider haben wir diesen Stoff nicht mehr. Wir haben schon für Irene mehr bestellt. Es tut mir leid. Aber sie ist sehr höflich. Sie legt immer, bis auf beim ersten Mal, immer einfach auf, ohne zu sagen, dass sie auflegt. Finde ich unheimlich nett. So muss das sein. Deutsches Kommando, da haben wir eben angerufen, ne? Dann Friedhof, da müssen wir ja sowieso, glaube ich, jetzt hin, ne? 6537. Keine Ahnung, was wir da sollen, aber wir rufen jetzt einfach mal da an. Vielleicht können wir ja fragen, ob die Schwester gut gebettet ist oder ob sie schon wieder auferstanden ist. Wer weiß, vielleicht haben die da Infos für uns. Mal nachhören. Nicht vorgeben, jemand anders zu sein. Hallo, hier ist Julia K., die Tochter von Erich K. Ja und? Was zum Teufel wollen Sie von mir? Entschuldigen Sie die Störung. Ich wollte nur wissen, ob ich heute oder morgen vorbeikommen kann. Natürlich nicht. Suchen Sie nicht mehr nach mir. Hören Sie auf, mich zu nerven. Er muss verrückt geworden sein. Ich glaube nicht eine Sekunde, dass Mama es zulassen würde, dass er sie so behandelt. Der reine Wahnsinn. Wir versuchen es nochmal. Als unsere Mutter. So. Was war das? 6537. Schauen wir nochmal.
Wahrscheinlich erkennt er jetzt unsere Stimme wieder, aber Sekt oder Selters, ne? Ich habe die Nummer bereits angerufen. Wozu sollte ich nochmal dort anrufen? Oh, ist die doof. Na gut, Tarotkarten? Zufallsentscheidung, Weissagung. Ja? Ach du Schande. Der Narr. Ich muss mich nicht darum kümmern, was die Leute denken. Das ist richtig. Müssen wir die jetzt alle aufdecken, oder was? Sonst wird mich die Angst davon abhalten, mich der Situation zu stellen. Euer Ernst, dass wir jetzt alle aufdecken müssen? Es wird sehr schwer sein, sich von einem Nervenzusammenbruch zu erholen. Och, Leute. Das Schicksal ist unausweichlich. Das Ende wartet auf uns. Die hat keine Ahnung von Tarotkarten, oder? Nur eine Weissagung pro Tag. Oh, okay. Das heißt, wir können theoretisch jeden Tag eine machen. Na, wenn das mal nicht nach Errungenschaft riecht. Ich lege es in den Briefkasten. Schönen Tag noch. Ja, danke schön. Noch ein Beileidstelegramm? Ist es nicht ein bisschen spät dafür? Wir müssen noch mal kurz die Zeitung lesen. Die Neuseeländer erobern Tavernelle. Im östlichen Sektor der Schlachtfront erobern die Truppen der 2. Neuseeländischen Division britisches 13. Korps Tavernelle. Die 6. südafrikanische Kampfdivision stößt auf die Hügel bei Greve vor und erobert die Gipfel der Berge Domini und Fili. Die 4. Division erreicht San Giovanni. Der Stern habe ich jetzt freigeschaltet, okay. So, dann schauen wir mal kurz nach der... Achso, hier ist die Post drin. Hallo? Liebe Frau Irene K., nach Ihrem Anruf haben wir ein Telegramm von Dr. D. erhalten. Ihre Anfrage wurde angenommen. Sobald die Polizeistation die Genehmigung erteilt, werden wir das Mädchen abholen lassen. What? In der Zwischenzeit bitten wir Sie, dem Rat des behandelnden Arztes zu folgen, damit das Mädchen keine extremen Maßnahmen ergreift, wie Sie es befürchtet haben. Ich danke Ihnen für Ihre großzügige und wohltätige Spende an unsere Einrichtung. Direktor S. Psychiatrisches Krankenhaus Volterra, Telefon 0782. Jetzt, wo sie alles rausgefunden hat, will sie mich in eine Anstalt einweisen lassen. Oder vielleicht noch schlimmer... Sie möchte mich töten und alle glauben lassen, dass es Selbstmord war. Sie bereitet alles minutiös vor. 0782. Ich habe jetzt aber einen Grund, da anzurufen. So, 0782. Na komm schon. Psychiatrisches Krankenhaus Volterra. Wie kann ich helfen? Hallo. Wir haben vor kurzem die Aufnahme von Julia K. beantragt. Ich wollte nur wissen, ob es möglich ist, die Anfrage zu widerrufen. Es tut mir leid, aber die Anfrage wurde von der Gemeinde gestellt, in der Sie wohnen, gnädige Frau. Ein eventueller Widerruf der Anfrage muss von dort kommen. Nur Sie können entscheiden, ob Sie der Rücknahme zustimmen oder nicht. Haben Sie schon das Telegramm erhalten, das bestätigt, dass wir die Anfrage angenommen haben? Nein, ich habe kein Telegramm erhalten. Dann müssen Sie sich beeilen. Wenn Sie zum Rathaus gehen und das Problem mit Ihnen besprechen, können Sie die Aufhebung genehmigen. Danke. Auf Wiederhören, gnädige Frau. Okay, damit hätten wir dann auch einen Grund, beim Rathaus anzurufen. 6922... Heute ist Telefon-Day.
Ich muss die falsche Nummer haben. Nö. 6922. Ich habe doch eben auch schon angerufen. 22. Jetzt auf einmal geht's, oder was? Hallo, Sie sind mit dem Empfang des Rathauses von San Casciano verbunden. Wen möchten Sie sprechen? Frage zur Aufnahme stellen. Ich möchte Informationen bezüglich eines Aufnahmeantrags im Krankenhaus von Volterra. Bitte bleiben Sie am Apparat, gnädige Frau. Ja, hallo? Ich möchte Informationen bezüglich eines Aufnahmeantrags meiner Tochter Julia K. im Krankenhaus Volterra. Ja, gnädige Frau, das Krankenhaus hat vor kurzem bestätigt, dass es für die Aufnahme eigenes Personal zu Ihnen nach Hause schicken wird. Die Angelegenheit liegt nun nicht mehr in unserer Hand. Nö, da sind wir unfreundlich, da legen wir jetzt auf. Ach du Schande, was geht denn alles hier ab? Das heißt, die werden wahrscheinlich bald kommen. Ich hoffe, dass ich bis dahin dann auch alles andere erledigt habe. Ich wollte nochmal von hinten nach vorne alles... das war nur der Brief, den wir schon hatten hier, oder? Ich guck nochmal kurz. Nein, nimm den an. Gemeinde San Casciano, Provinz Florenz. Genau, da steht auch nochmal das mit dem Friedhof drauf. Und das sind... Ja, das sind, soweit ich das sehe, genau die gleichen Nummern. Dann fangen wir mal hier hinten an und arbeiten uns mal komplett bis nach vorne durch. Hat der Hund da reingeschissen? Das sieht zumindest so aus. Weil ich würde nämlich... Was ist das? Ach, da unten. Ja, dann brauchen wir uns nicht von hinten nach vorne durchzuarbeiten. Sehr schön. Dann können wir uns direkt um das Fahrrad kümmern. Es ist aber wirklich schrecklich. Seitdem ich heute das Update gemacht habe, ist das Spiel am Haken ohne Ende. Ist echt schlimm. So, stand das Fahrrad auch schon vorher hier? Ich weiß es nicht genau. Pumpen wir jetzt erstmal einen Reifen auf. Ich weiß nicht, ob ich das jemals benutzen werde, aber... Hallo. Sarah, der geht immer von selber nach vorne. Aber wenn man es mal wirklich von selber drückt, dann funktioniert es nicht mehr. Okay. Errungenschaft freigeschaltet. Der Wagen. Ja, cool. Dann brauche ich darauf bestimmt auch gar nicht mehr zu fahren, oder? Was war denn das andere? Das war das mit dem Sendemast. Telefon, Fahrrad, Zeitung, Kommunikationsleitung. War das das? Moment, die Nummer 6934. Es wäre schön, wenn das mal nach oben gehen würde. Ach so, das war das mit der Kommunikationsleitung. Und die Position, schneide die Leitung, finde den Telefonmast. Ach so, Moment, Karte? Die Leitung müsste hier sein? Theoretisch? Ach, was mache ich denn jetzt? Jetzt gehe auch auf die Karte hier. Die müsste rechts von mir sein. Theoretisch. Aber, wo soll die sein? Das ist jetzt die große Frage. Ich sehe gar keine. Dann gehen wir erstmal nach dem Mast gucken. Die hatten doch was gesagt. Ein Strang führt zum Haus und ein Strang... War doch hier in der Richtung, ne? Ah, Moment. Ja, ein Strang führt zum Haus und einer woanders hin. Der
Führt ans Haus vorbei. Genau, da müssen wir von uns aus gesehen den rechten nehmen. Können wir jetzt hier hochklettern? Ja, können wir. Perfekt. Theoretisch. Wenn man es besser anvisieren kann. Nein. Ach so, das waren die Tasten. Ja, das war so umständlich mit dem Hochklettern, genau. Okay. Ja, weiter. So. Dann schauen wir mal. Hier ist das Kabel. Ein deutscher Panzer. Ich muss seinen Standort über den Telegrafen melden, der in der Nähe des Kuhstalls versteckt ist. Papa hat vermutlich eine Garnison angefragt nach all dem, was passiert ist. Ich sollte die Position mit dem Telegrafen melden. Okay. Dieser Draht führt in Richtung Haus und geht dann weiter. Also muss es der richtige sein. So. So kann man runter. Nun muss ich nur noch zum Telegrafen, der sich in der Nähe der Stelle befindet. Sehr gut. Dann würde ich aber sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir die Sache mit dem Telegrafen dann in der nächsten Folge machen. Es war ein bisschen doof von mir, das jetzt noch mit in die Folge reinzunehmen, weil das jetzt eigentlich vom Thema her wieder was anderes ist. Deswegen, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen hier, schön stehen bleiben, wir machen hier einen kleinen Cut und sehen uns in der nächsten Folge beim Telegrafen wieder. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.